Willkommen zur Formel 2 Weltmeisterschaft 2019. Eine neue Saison und eine neue Reihe an jungen, hungrigen Fahrern, die ihre Spuren in der Welt des Motorsports hinterlassen wollen. Es gibt einige neue Namen, ebenso wie bekannte Favoriten, die Ansprüche auf den Weltmeistertitel anmelden werden. Davide, wird deiner Meinung nach beim heutigen Rennen etwas anders als sonst verlaufen? Die Teams sind derzeit besonders ehrgeizig. Werden wir vielleicht einen Vorstoß von einem bestimmten Fahrer erleben? Hi Alex, ich bin mir nicht sicher, ob wir heute ungewöhnlich riskante Manöver sehen werden, aber die Teams haben die Konkurrenz bestimmt genau studiert. Das sollte also ein interessantes Rennen werden. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht. Right, let's be patient going into turn one. We want to be in a good position for the rest of the race. Good luck. Und damit herzlich willkommen zurück zur Formel 2 Karriere als Mick Schumacher hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, das zweite Rennen hier auf Bahrain steht an, das Sprintrennen, was etwas kürzer ist. Deswegen ist die heutige Folge auch ein bisschen kürzer, denn wir haben immer so quasi Blitzqualifying, ein längeres Hauptrennen in einer Folge und dann gibt es sozusagen als zweite Folge hinterher dann eben das Sprintrennen. Wie ich das veröffentlichen werde, weiß ich noch nicht. Die Folge wird wahrscheinlich heute am Sonntag veröffentlicht worden sein. Und in Zukunft weiß ich nicht, ob ich das dann an einem Tag dann raushaue oder auch wieder ab zwei separaten Tagen. Lass dich einfach überraschen. Ja, ihr seht, wir müssen nicht stoppen. Wir fahren einfach durch und ja, verlieren auch gar nicht so viel Zeit und gehen direkt mal in die Einführungsrunde. Ja. Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Wir starten von Position 9, da vielleicht auch für dich, wenn du neu in der Formel 2 unterwegs bist. Eben, es gibt ein Hauptrennen, ein Sprintrennen. Und die Reihenfolge, die Startreihenfolge für das Sprintrennen wird nicht durch ein Qualifying entschieden, sondern durch das Endergebnis des ersten Rennens und die ersten 8 müssen aber in umgekehrter Reihenfolge starten. Das heißt, Sette Kamera. Was? Wie heißt der? Sette Kamera? Entschuldigung. Ja, die Namen muss ich auch erstmal alle lernen. Ja, der hat gewonnen, das Hauptrennen, und muss jetzt von Position 8 starten. Und ich habe ganz knapp Position 8 verpasst, sonst wären wir von ganz vorne gestartet. Ja, wer die erste Folge verpasst haben sollte, das Hauptrennen verpasst haben sollte, der schaut am besten mal rein. War auf jeden Fall vom Unterhaltungsfaktor, würde ich sagen, super Rennen. Vom Ergebnis, naja, das habe ich jetzt schon gespoilert, kein so geiles, aber wie es zu dem Ergebnis kam, ja, das hast du vielleicht noch nicht gesehen. Wenn du es gesehen hast, dann will ich auf jeden Fall Besseres tun. Mal gucken, was in dem Rennen so geht. Ob ich hier in diesem kürzeren Sprintrennen ja, die Flucht nach vorne schaffe oder mich nach hinten konzentrieren muss. Wir werden es sehen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Reifen warm kriegen. Und ja, bei dem Rennen wird natürlich Reifenmanagement sehr wichtig sein. Denn, wie gesagt, wir werden nicht stoppen, wir werden durchfahren. No rain expected. No rain expected for the time being. Die Bremsen muss ich mal ein bisschen auf Temperatur bringen. Ich glaube, die ist so ein bisschen das Hauptproblem gerade, dass sie gar nicht auf Temperatur kommen. So. Aber jetzt geht es dann gleich rund. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim zweiten Rennen hier in Bahrain in dieser Formel 2 Karriere. Wünsch mir Glück. Und ja, mein Motto ist auf jeden Fall Angriff nach vorne. Ah ja, noch wichtiger Hinweis, beim Sprintrennen gibt es nicht so viele Punkte wie beim Hauptrennen. Also wenn ich jetzt gewinnen sollte, kriege ich nicht so viel, wie wenn ich das Hauptrennen gewonnen hätte. Nur das noch als Hinweis. So, jetzt aber. Okay, das war schlecht. Ich hätte Gas draufhalten müssen. Ich habe mal probiert, doch ein bisschen weniger Gas zu geben, aber klappt nicht. Man muss einfach hier den Stempel voll draufhalten. Okay, Leute.
Immer sachte mit den jungen Pferden. Was? Kollision? Okay, nichts mitbekriegt. So, eine Position hätten wir schon mal. Ja, KI-Schwierigkeit auf 103, also das habe ich auch gezeigt in der ersten Folge, aber man weiß ja nie, wer erst zur zweiten einschaltet. So. Irgendwie so hier aus diesem Eck raus, ich glaube, da bin ich noch zu vorsichtig. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr oder ein bisschen stärker ans Gas gehen. Vielleicht aber auch eine Setup-Sache. Ja, Setup habe ich auch in der ersten Folge gezeigt. Das zeige ich dann immer zum Qualifying. So, jetzt aber konzentriert bleiben, Ray. Mick. Oh, bremst ja früh hier. Das kostet jetzt natürlich richtig Schwung. Aber ich musste da ihn reinstechen, sonst hätte ich ihn voll abgerammt. Ja, der berühmte Ziehharmonika-Effekt gibt es natürlich auch in der Formel 2. Das ist ganz schlecht, so ein stehendes Rad. Wir müssen mit den Reifen zu Ende fahren. Und das kostet richtig Grip. Jetzt haben wir DRS. Versuch mal mein Glück. Klappt nicht leider. Oh, ist ja langsam hier. Ja. Nee, so nicht. Aber ich zeig mich schon mal, das ist gut. Müssen wir uns jetzt schnappen, ey. Ich will da nicht ewig Zeit hinter dem verbringen. Schneller bin ich auf jeden Fall.
has just put up the fastest lap of the race so far. Problem ist, dass ich oder dass er halt auch DRS hat. Das heißt, der DRS-Vorteil ist es gar nicht so dramatisch. Das heißt, ich muss das irgendwie anders lösen, wenn ich da wirklich einen Angriff setzen will. Habe ich keine Lösung parat, bin ich ganz ehrlich. Aber ich werde meine Chance bekommen, da bin ich ganz sicher. Echt ein richtiges Abtasten hier gerade. Und alle noch zusammen hier. Jetzt bin ich aber nah dran, ey. Jetzt muss ich nur die letzte Kurve ordentlich bekommen. Ja, drängt mich auf die Außenbahn. Da kann ich nicht so viel Schwung leider mitnehmen. Ach, das ist ärgerlich. Ich fahre schon gut Kampflinie hier. Ich schaue nach hinten ein bisschen. Okay, meine Reifen soll ich managen. Anscheinend gehe ich zu hart mit denen um. Was ich eigentlich jetzt nicht glaube. Ja, doch, ja, so schon. Ah, Mann. Nicht ablenken lassen. Ja, Rennhalbzeit. Ich hätte gedacht, ich komme ein bisschen besser nach vorne durch, aber das ist echt schwieriger als gedacht. Doch alle hier sehr, sehr auf sehr ähnlichem Niveau fahren und wenn da keiner einen Fehler macht, das ist echt schwierig. Aber wir kriegen noch unsere Chance, bin ich ziemlich sicher.
So, jetzt ranbleiben. Auf vorne. Ich bin so hart konzentriert, ey. Das ist viel anstrengender als die Formel 1 Rennen, ohne Scheiß. This lap of the race. Keep this up. Oh, scheiße. Sorry, 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 sorry. Sorry. Aber gut, die Rennkommissare sagen nichts. Aber auch an euch, verzeiht mir bitte diese Fehler. Das war definitiv keine Attacke gegen den, aber gut, jetzt ist es halt so. Ein bisschen unterschätzt, wie ich da reingeschossen komme. Also ich hätte die Kurve bekommen, aber das hat sich halt doch zu sehr gestaut hier. Das Problem ist, ich habe jetzt kein DRS. Weil dadurch jetzt ein riesen Abstand entstanden ist. Ja, komme ich da nochmal ran? Wäre schon geil. Es wird halt, rankommt das eine, vorbeikommen wird dann halt wahrscheinlich zu schwierig werden. Mal gucken. Hoffentlich nicht aller Tage Abend. Uah. Vorsicht. Zu weit weg, leider. Ja, ohne DRS wird es fast unmöglich sein, glaube ich. Wenn die da vorne nicht anfangen zu kämpfen, ziehen die mir zu krass weg. Schätze ich mal. Mal schauen. Das ist der Sektor, der liegt mir ja eigentlich am besten hier. Komm, wir kommen noch mal ins DRS-Fenster, denke ich. Bin da guter Dinge, das klappt noch, komm. Jetzt kommen mal 2 Sekunden. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap.
first place. Puh. Das Problem ist, ich muss jetzt gucken, dass ich eigentlich jetzt die nächste Runde ins DRS-Fenster komme. Weil sonst bin ich zwar drin, aber ich muss ja in Schlagdistanz kommen und es dauert bestimmt nochmal eine Runde mehr und die brauche ich. Die habe ich aber dann nicht. 1,048, komm, das muss doch jetzt trotzdem reichen. Aber die letzte Kurve gut kriegen. Beziehungsweise der Messpunkt ist vor der letzten Kurve sogar schon. Ja, ich hab DRS, perfekt. Jetzt in der Runde reinsaugen, in der letzten Runde Attacke. Vielleicht. Gucken wir mal. This pace is strong, but be aware your tires need to go the distance. Bla bla. Nein, 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 nein. Nicht blockiert. This is your final lap of the race. Hey, ich bin doch schon daneben. Ja, wow. Vielleicht war es auch zu assi von mir, aber was er gemacht hat, war auch nicht viel besser, finde ich. Schade. Das wäre die einzige Chance jetzt gewesen. Ne, das geht nicht. Yes! Geil, immerhin noch Vierter, ey. Krass, was für ein Finish, ey. Was für ein Finish! Großartige Leistung heute von Campos. Was für ein überzeugender Sieg. Und ich frage mich wirklich, Davide Valsecchi, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Obwohl alle Formel-2-Boliden über dieselbe Technik verfügen, sah der Sieger einfach besser aus da draußen.
Es muss wohl eine Kombination aus einem schnelleren Erreichen der Betriebstemperatur der Reifen und einer an die Streckenbedingungen angepasste Fahrweise gewesen sein. Es sah so einfach aus da draußen. Sie sind schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Campos hat es in diesem Sport wirklich weit gebracht. Und heute sind Sie nach diesem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Dann sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Also, Davide Valsecchi, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Das ist für mich Sehan Gelael. Er war beharrlich, erfolgreich in den Duellen und traf die richtigen Entscheidungen. Er kann mit dieser Leistung sehr zufrieden sein. Und weiter zu den anderen Teams. Dams hat die Führung in der Rangliste übernommen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal bei einem weiteren spannenden Rennen dieser Formel-2-Saison dabei sind. Yo, also, es waren natürlich zu harte Duelle dabei, da bin ich völlig bei dir, aber wie gesagt, verzeih mir diese etwas noch zu groben Attacken, ich muss einfach auch diese Formel-2-Boliden besser kennenlernen, was geht nicht, wie sich das auch im Feld entwickelt und so weiter. Das heißt, klar, die ersten Rennen werden halt auch einfach nochmal ein bisschen so eine Erfahrungssammelsache sein. Ja, unterm Strich gehört das dann halt leider auch ein bisschen dazu, aber das kann ja auch mal schief gehen, ja. Ich meine, man hat es ja in der letzten Folge gesehen, also nicht schief gegangen, weil ich mit einem anderen Kontakt hatte, sondern weil ich selber einfach zu viel riskiert habe. Das hat mich mehr als genug Punkte gekostet, aber hey, ist trotzdem okay. Wir gucken mal auf die Gesamtergebnisse am Wochenende. Wir haben 18 Punkte, dank einem guten Qualifying, nicht so guten ersten Rennen. Wir haben jetzt aber immerhin zweimal die schnellste Rennrunde gehabt, was uns nochmal 4 Bonuspunkte bringt. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber so ein Rennsieg am Hauptrennen ist natürlich schon echt sehr, sehr wichtig. Also was man hier schon mal sieht. Und das wird natürlich wichtig sein für die nächsten Rennen, die wir da fahren werden in dieser Saison. Dass wir auf jeden Fall mal so ein Hauptrennen gewinnen. Das wäre schon ganz gut mit 25 Punkte. Zweites Rennen ist natürlich auch schön, aber da gibt es halt maximal nur 15 Punkte. Beziehungsweise 2 obendrauf für die schnellste Rennrunde. Wenn man die denn nochmal schafft, und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich in der nächsten oder im nächsten Rennen dann so gut unterwegs sein werde oder nicht, das werden wir dann rausfinden. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. 18 Punkte haben wir aktuell, Meisterschaftsvierter, Fünfter, punktgleich mit dem Vierten. Ein Punkt weg vom Dritten. Mal gucken, wo es hingeht, ja. Also bin mal gespannt. Sergio Sette Camara hat natürlich mit 27 Punkten schon mal einen guten Vorsprung. Das ist ganz klar, 9 Punkte Vorsprung schon mal. Ja, mal gucken, ob wir das verkürzen können und wie die Rennen dann halt so die nächsten Male aussehen. Aber ich glaube, das ist ein guter Auftakt. Man hat gut was mitnehmen können. Hätte besser sein können, das ist klar. Aber hey, das ist das, was wir mitnehmen dann halt natürlich für die nächsten Folgen beziehungsweise für die nächsten Rennen. Und ansonsten würde ich sagen, an dieser Stelle, soll es gewesen sein oder noch nicht? Warte mal, wir gehen mal zurück. Ich will selber mal wissen, wie das jetzt ist, wie es hier weitergeht, wenn ich jetzt auf weitergehe. Ob es direkt das nächste Rennen startet oder ob es mich erstmal ins Hauptmenü zurückhaut. Ne, Aserbaidschan, Training kommt erstmal. Aber ich glaube, wir können ja wahrscheinlich im Training. Willkommen beim Ah ja, okay. Wir können aber, denke ich mal, genau, zurück zum Hauptmenü. Weil kann jetzt schlecht sein, dass ich die komplette Season auf einmal durchfahren muss. Ich denke mal, das geht dann, wenn wir hier drauf gehen. Genau, dann können wir das einfach fortsetzen, ne? Genau, Meisterschaft fortsetzen und dann wird wahrscheinlich dann das Training laden. Okay, sehr schön. Dann, ja, soll es das gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns beim, ja, ich sag jetzt mal, großen Preis von Aserbaidschan bei den 2 Rennen von Aserbaidschan wieder. Ich werde jetzt erstmal fleißig trainieren oder halt ein bisschen trainieren, ein bisschen Setup, mal gucken, was da so geht. Ich denke mal, relativ wenig Flügel für diese lange Gerade, die man dort hat. Und ja, dann schauen wir mal, was wir dort so leisten können. Vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich bin raus. Mach's gut. Bis dann. Ciao.